Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet Killer 7 für den PC. Als das Game, als die PC-Version vor ein paar Monaten angekündigt wurde, habe ich mich persönlich ziemlich gefreut, denn Killer 7, das ist so ein Titel, der heutzutage fast in Vergessenheit geraten ist. Wer sich nicht daran erinnern kann, weil er zu der damaligen Zeit nicht gezockt hat oder nicht da schon unterwegs gewesen ist in Sachen Videogames, die sogenannten Capcom 5, die waren Mitte der 2000er eine Kooperation zwischen Nintendo und Capcom, die 5 exklusive Spiele auf den GameCube bringen sollte. Games, die sich visuell, spieltechnisch, storytechnisch, franchise-technisch was trauen, was sich anderswo nicht getraut wurde. Und da sollte man damals sagen, eben als Spieler, oh, guck mal, diese geilen Games, die gibt's nur auf GameCube, lass uns da hingehen und das zocken, weil da ist da, wo der Bär gerade steppt. Und zu diesen Capcom 5 gehörten die Spiele Resident Evil 4, Beautiful Joe, Killer 7, PN03 und ein Game namens Dead Phoenix. Das war ein Flugshooter Marke Panzer Dragoon, der leider nicht rausgekommen ist. Die anderen 4 Spiele sind aber erschienen, waren aber, obwohl sie eigentlich einen großen Teil davon eingelöst haben, was Capcom damit machen wollte. Es waren eigenständige Spiele, sie waren teilweise auch qualitativ sehr, sehr hochwertig und haben entsprechend auch dafür gesorgt, dass einige Leute sich GameCubes geholt haben, aber es war nicht genug, ne, um den Erfolg der Spiele zu garantieren. Und die wurden dann, wohl wo das Abkommen nicht mehr dann gegolten hatte, portiert. Ne? Also fast alle Spiele mit Ausnahme von PN03, was ich bestimmt anderswo mal im Detail noch mal ein bisschen ausführen werde, weil da gibt es auch einiges Interessantes dazu erzählen. Die sind umgesetzt worden, sowohl Resident Evil 4 hat etliche Ports bekommen, als auch Beautiful Joe, das haben wir später auf der PS2 gesehen, und auch Killer 7 eben, das ist auch in einer PS2-Version rausgekommen, nach dem GameCube-Original. Und das war auch die erste Version, die ich gespielt habe auf der PS2. Das ist irgendwann so ein paar Jahre nach dem Release, hat es quasi die Grabbelkisten hier in den deutschen Kaufhäusern vollgestopft. Und da konnte man fast nicht dran vorbeigehen, ohne eine Version mitzunehmen. Wobei die Version leider nicht so besonders gut gewesen ist, denn performance-technisch hatte es mit vielen Rucklern zu kämpfen und die Ladezeiten, die waren echt lang auf der PS2 gegenüber so gut wie keinen Rucklern auf dem GameCube und fixen Ladezeiten. Also hat man sich nicht wirklich einen guten Dienst getan, wenn man das in der PS2-Version gespielt hat. Das habe ich auch dann später nochmal gemacht. Auch wenn sie teurer gewesen ist, habe ich mir irgendwann mal die GameCube-Fassung zugelegt und das da noch länger gespielt. Aber ich habe es bis heute nie komplett durchgezogen. Irgendwann mal hat mich, obwohl ich eigentlich solche schrägen Spiele mag, mir war es irgendwann mal zu abgedreht und anstrengend, muss ich auch sagen, weil das Geballer wurde dann so intensiv und so massiv später in den Teilen heraus und alles teilweise so verworren, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, jetzt habe ich hier abgespeichert, ich spiele irgendwann mal weiter, und das war irgendwie vor 12 Jahren ungefähr. Aber die Gelegenheit jetzt, dadurch, dass eine PC-Version draußen ist und ich nicht mehr den GameCube rauskramen muss und nicht mehr mit den, ja, so den eigenen der alten Plattform zu kämpfen habe, mit einem Controller, mit dem ich heutzutage nicht mehr so supi zurechtkomme, und der Möglichkeit jetzt bei der PC-Version, da werde ich gleich drauf eingehen, noch andere Steuerungsoptionen zu haben, die haben meine Motivation wieder tatsächlich angehoben, dass ich mich jetzt, nachdem ich für dieses Video schon einige Stunden gespielt habe, um mich wieder ein bisschen vertraut zu machen mit dem Spiel und euch was über die PC-Version zu erzählen, dass ich es endlich mal auch komplett durchzocken werde. Ich merke schon, aber auch, was mich damals gebracht hat, es liegen zu lassen, weil weniger abgedreht als damals ist es nicht. Es ist eigentlich exakt das gleiche Spiel, nur abgedatet eben darauf, dass es auf modernen PC-Plattformen funktioniert. Und wem es damals schon nicht gefallen hat, der wird wahrscheinlich trotz der oberflächlichen Updates auch heute nicht wirklich einen Zugang finden. Aber die Möglichkeit ist natürlich gegeben dadurch, dass wir jetzt einfach so einen viel leichteren Zugang zum Spiel haben, nicht die vergleichsweise wenigen Leute, die einen GameCube damals gehabt haben, verglichen mit den anderen Konsolen, dass die dann auch noch so ein Nischenspiel sich dann angucken oder irgendwo eine PS2-Version aus der Grabbelkiste dann fischen müssen. Heutzutage, denke ich, haben gerade solche Spiele eine wesentlich größere Chance, und es kommt ja auch nochmal der nicht zu unterschätzende Faktor, der Videogame-Fan-Marktschreier, nennen wir sie mal, nochmal dazu, ne? Weil Killer 7 war immer so ein Spiel, das haben nicht viele gespielt,
gespielt, aber die es gespielt haben, ne, das hat bei vielen von denen doch einen ziemlich großen Eindruck hinterlassen. Ich kann mich an viele Gespräche in der Game One-Redaktion erinnern, und das ist eben auch ein spezielleres Umfeld, ja, wo viele Leute sind, die gerade solche Titel gezockt haben, aber da hatte Killer 7 immer so einen besonderen Platz eingenommen. Und ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten häufiger mal vom Titel hören, gerade aus der Klientel, die wirklich auch damals gesagt hat, hey, das ist was Interessantes, und jetzt, wenn es draußen ist, probiert es mal aus. Entweder es gefällt euch richtig gut oder es gefällt euch überhaupt nicht und ihr hasst dieses Game, aber es ist eben ein Spiel, was sich was traut, und selbst im Jahr 2018, selbst 13 Jahre nach dem offiziellen Release, gibt es heutzutage auch noch wenig Titel, die spielerisch das machen, was es gemacht hat, und auch sich Storytelling-technisch die Sachen trauen. Man kann fast sagen, dass es fast ein bisschen wieder zurückgegangen ist. Aber ich greife da ein kleines bisschen vor. What's in your right hand, Chico? Please don't. This is just a... Put your arm down! Erzählen wir erstmal ein bisschen was kurz zum Spiel selber. Und Killer 7, der Titel beschreibt eine Gruppe von Auftragskillern. Das sind 7 Auftragskiller, die im Auftrag, ich glaube, es müsste die Regierung eigentlich sein, unterwegs sind. Oder zumindest es gibt so einen Auftraggeber, der einen dann entsprechend im Intro anruft und sagt, hey, das ist deine nächste Mission, du musst die und die Person auslöschen. Und das Gute daran ist es, dass es nicht so undifferenzierte Auftragskiller sind, sondern dass es um einen Bösewicht geht, der einen Virus entwickelt hat, mit dem normale Menschen zu blutrünstigen Zombies werden, die stetig auf einen selbst zulaufen und sich am Ende selbst in die Luft sprengen. Also es werden dadurch mutierte Selbstmordattentäter, und man selbst muss dann sich derer erwehren, indem man ihre Weakpoints anballert und am Ende hoffentlich das ganze Mysterium um das Ziel seines Auftragskills, wenn er wieder hin zu machen. Diese 7 Personen sind eigentlich keine 7 Personen. Ich will mal gucken, wie ich das umschreiben kann, ohne zu viel von der Story zu verraten. Und selbst wenn ihr schon davon gehört habt, die Story von Killer 7 gespielt zu haben, heißt nicht, die Story von Killer 7 zu verstehen. Da ist viel Interpretationsspielraum, und gerade wenn man die anderen Spiele von Suda51 kennt, der hauptverantwortlich damals gewesen ist für Killer 7, der ist sehr schräg teilweise beim Storytelling und hat viele Einflüsse vom Kino übernommen. Das Ganze wirkt so leicht ein bisschen Quentin Tarantino-Einflüsse, ein bisschen Pulp Fiction habe ich immer das Gefühl gehabt, schwebt da, oder insbesondere Reservoir Dogs, von wegen Auftragskiller, schwebt da so ein bisschen in der DNA von Killer 7 rum, aber das eben auf japanische Art aufbereitet, mit einer eigenen Sensibilität, da oben drauf ein für damalige Verhältnisse ziemlich hübscher Cel-Shading-Stil, also dass man immer diesen Comic-Look, ohne die hier wirklich, dass man aufwendige Polygonmodelle nicht unbedingt machen muss, was tatsächlich auch ganz hilfreich gewesen ist, dass der Titel bei weitem visuell nicht mehr so alt wirkt, als er eigentlich ist. Für ein 13 Jahre altes Spiel, dadurch, dass das Cel-Shading bewusst diesen eher simpleren Comic flachen Stil eingegangen ist, skaliert das sehr gut, wenn man es dann in höheren Auflösungen heutzutage auf anderen Plattformen spielt. Und es wird dadurch tatsächlich so ein bisschen zeitlos. Ne? Und um auf die Story dann nochmal zurückzukommen, diese 7 Killer sind eigentlich nicht 7 Killer, sondern sie sind eine Person namens Harmon Smith, und das ist ein etwas älterer Zeitgenosse, der in einem Rollstuhl sitzt und sich selbst die Fähigkeit aneignet hat, verschiedene Personas, verschiedene multiple Persönlichkeiten aus seinem Geist zu manifestieren, die dann in der echten Welt herumlaufen und seine Aufgaben übernehmen. Ihr müsst euch das vorstellen, dass diese Person irgendwie, also dieser Harmon Smith Persönlichkeitsspaltung hat, ja, unter Schizophrenie leidet, aber dass diese Schizophrenie nicht nur in seinem Kopf stattfindet, sondern dass dadurch tatsächlich richtige Personen entstehen, die in der Welt herumlaufen und mit der interagieren können. Und ihr habt eben Zugriff auf diese verschiedenen 7 Persönlichkeiten. Darunter ist der Afroamerikaner Garcian Smith zum Beispiel, mit dem das Spiel beginnt. Es gibt, die heißen alle Smith übrigens, es gibt eine japanische
japanische Assassine namens Kaede, die mit einem blutüberströmten Kleid herumläuft. Es gibt einen blinden Charakter, das müsste, ist es dieser Coyote Smith? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt einen Luchador, einen mexikanischen Luchador namens Master Smith oder sowas. Und über viele dieser Personen könnt ihr schon zu Beginn zugreifen. Ihr könnt teilweise im Spiel selber ins Menü einfach reingehen und sagen, hey, mir gefällt gerade nicht, wie dieser Charakter sich spielt, weil jeder von denen, obwohl das grundlegende Gameplay gleich ist, hat dann so Eigenständigkeiten, was die Nachladegeschwindigkeit der Waffe angeht, welche Waffen benutzt werden, was die Geschwindigkeit des Laufens angeht, Spezialfähigkeiten, die dazukommen. Man kann in den meisten Fällen einfach ins Menü gehen oder über bestimmte dann Einstellungsoptionen den Charakter einfach direkt wechseln. Wenn eine dieser Figuren stirbt, dann erscheint so eine kleine Papiertüte, mit der man mit einem anderen Charakter, mit einer anderen Person dann hingeht und den wieder auslösen kann, sodass die Penalty, die Strafe für einen Tod zum Glück nicht allzu hoch ist. Man hat ja immer noch weitere gespaltene Persönlichkeiten, auf die man zugreifen kann. Und ja, im Endeffekt ergibt es, obwohl storytechnisch nur ein Charakter eigentlich dahinter steht, hat man doch die 7 verschiedene Figuren, mit denen man durchs Spiel gehen kann, mit denen man relativ frei eben auswählen kann, mit welcher Figur man agieren möchte, bei der man hin und her wechseln muss teilweise, weil durch die Spezialfähigkeiten, die sich dann auch nochmal aufwerten lassen, sich nur bestimmte Rätsel lösen lassen. Es ist nämlich nicht nur ein reines Ballerspiel, sondern es ist ein ziemlich hoher Adventure-Teil mit drin, fast schon an Grafik-Adventures erinnern, wo ihr Gegenstände einsammeln müsst und dann euch Tipps holen müsst von anderen maskierten Kollegen, die euch dann erzählen, okay, schießt mal die Kerzen in dieser Reihenfolge an oder zündet sie besser gesagt in dieser Reihenfolge an und dann ergibt sich da der Weg und so weiter und so fort. Und da nicht nur in den ersten Spielstunden erstmal über das ganze Konzept drüber zu gehen, A, wie sich das Spiel spielt, B, wie das mit der Story ist und den 7 verschiedenen Charakteren, die man steuern kann, durch die man wählen kann, wie man sie auflevelt, was man mit den Gegnern konkret macht, wie man diese Rätsel löst. Es kann schon eine sehr, sehr verwirrende Phase sein in den ersten Stunden, wenn man da reingeht und da reinkommt. Dazu gehört eben auch, wie schon erwähnt, das grundsätzliche Gameplay, weil Killer7 ist ein Rail-Shooter. Ja? Killer7 ist quasi, wenn ihr euch vorstellt, solche Ballerspiele, solche Lightgun-Shooter fast schon zu haben, wie dann Time Crisis oder die späteren House of the Dead und so weiter, einfach nur mal als Vergleich jetzt hier genannt vom Spielkonzept her aus. Der Unterschied ist aber, dass dann eben die Ortschaften, wo ihr unterwegs seid, dass sie nicht automatisch scrollen, sondern dass ihr selber einen Charakter aus verschiedenen festen Kameraperspektiven seht und ihr habt eine Lauftaste. Ja? Ihr habt also, ihr könnt nicht frei in der Gegend dort herumlaufen, das sind Gebäude, andere Locations, wo ihr da unterwegs seid, sondern ihr haltet eine Lauftaste gedrückt, mit der sich der Charakter dann bewegt und ihr habt eine weitere Taste, mit der man sich umdrehen kann und weiter auf diesen festen Schienen da zu laufen. Und wenn ihr dann ein Lachen hört, dann signalisiert das, oh, einige der Gegner sind da, die Verwandelten vom Bösewicht, die dann eben wie Selbstmordattentäter auf einen zustürmen. Dann muss man aus in eine Ego-Perspektive umschalten und kann dann mit dem Stick, wenn ihr mit dem Controller dann spielt, gewisse Weakpoints anvisieren oder anders irgendwie die Charaktere, die Gegner wegballern, die auf euch zulaufen, müsst dann selber entscheiden, oh, befinde ich mich in einer guten Position oder sind sie vielleicht zu nah, sodass ich mich nochmal umdrehen und weglaufen sollte und das nochmal dann rausholen. Also wie eine erweiterte Fassung von dem Lightgun-Shooter, der mehr Kontrolle eben in die Hände des Spielers bringt und da eben noch ein dickes, fettes Adventure-Element draufgetan mit verschiedenen Abzeugen, mit Wegen, die geöffnet werden, mit eben Rätseln, die gelöst werden und Items, die mitgenommen werden. Und da sage ich auch ganz ehrlich, obwohl ich es damals schon gespielt habe, ich habe jetzt auch gerade jetzt wieder Probleme gehabt, erstmal da reinzukommen, vor allem wegen den verschiedenen Steuerungsoptionen, wo ich häufiger mal, okay, warte mal, ich wollte eigentlich jetzt in die Ego-Perspektive schalten, um die Gegner anzuvisieren, aber ich habe stattdessen wieder mal die Taste gedrückt, mit der sich der Charakter umdreht und ihr könnt auch nicht selber um Kurven herumlaufen, sondern es kommt Point-and-Click-Style dann, wenn ihr gewisse Knotenpunkte erreicht habt, oh, willst du nach vorne gehen oder nach rechts oder willst du mit dem Charakter sprechen, der da ist, durch die wechselnden Kameraperspektiven, mal folgt die Kamera dem Charakter, wenn ihr herumläuft, mal ist es so Resident Evil-Style, dass ihr durch feste Kameraperspektiven durchgeht, das kann alles schon ein ziemlich harter
und schwer zu verstehender Mischmasch sein am Anfang. Ne? Also ihr müsst wirklich viel ermitteln. Es gibt auch Charaktere, mit denen man quatschen kann, die aber dann sehr verstörend rüberkommen. Da ist ein Typ, der im Bondage-Outfit unterwegs ist und einem dann nützliche Tipps gibt, der aber auch eben in sehr verworrener Sprache spricht. Da ist der Travis. Ich glaube aber nicht, dass es der Travis Touchdown aus No More Heroes ist, sondern es soll das erste Opfer der Killer 7, glaube ich, sein, der als mumifizierter Zombie-Geist da ist und auch wichtige Hinweise einem gibt. Es gibt ab und zu auch mal dann Frauen, die in den Safe-Räumen dann dafür da sind, zum Abspeichern, einen an den Fernseher leiten, wo man dort seinen Spielstand saven kann. Also Interaktionen sind da auch vorhanden, die auch in dieser Welt dann da sind. Aber ihr lauft nicht direkt hin und klickt an, dass ihr mit denen reden könnt, sondern ihr wählt das über ein Menü aus, wenn ihr in die Nähe gekommen seid. Und was mich damals eben dazu verleitet hat, dass ich es letzten Endes nicht weitergespielt habe, war eben, dass so, wenn du einmal reingekommen bist, dann entsteht zwar ein einigermaßen fixes Gameplay, wenn du weißt, okay, ich kenne mich mit den Charakteren aus, die ich habe. Ihr könnt natürlich dann auch, was die Gegner angeht, die eigenen Charaktere sind upgradebar, um Fähigkeiten und Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit und so weiter freizuschalten. Das müsst ihr euch aber auch natürlich erstmal alles drauf schaffen und sehen, wie das funktioniert. Denn wenn ihr Gegner killt, dann sammelt ihr verschiedene Arten von Blut ein, die hier teilweise entweder als Experience gelten oder dafür eingesetzt werden können, eure Schüsse zu verstärken und bestimmte Gegner da wegzuhauen. Die könnt ihr in den Safe-Räumen dann investieren und sagen, okay, ich lasse das dicke Blut mir abzapfen, was eigentlich Experience sind, und die wandern dann in das Upgraden von bestimmten Charakteren ein, um da die Fähigkeiten freizuschalten. Ja, das, was ich jetzt hier auch wieder gemerkt habe beim Zocken, ist es eben, okay, ich komme da einigermaßen rein. Wenn du dann erstmal über, wie die Steuerung funktioniert, hinweggekommen bist und das drin hast, dann kann es durchaus flüssig und speedig sein. Aber es kann auch teilweise eben frustrierend sein, wenn es dann anfängt, wo viele Gegner kommen. Wenn ihr mal aus einem Raum rausgekommen seid und wieder zurückgeht, dann respawn der große Teil der Gegner. Ihr habt zwar jetzt nicht irgendwie ein Limit, was eure Schüsse angeht, aber natürlich müsst ihr das Timing gut abwarten, was so die Nachladezeiten angeht von eurer Waffe. Und was der Vorteil ist natürlich, dass man dadurch dann mehr Blut farmen kann für die verschiedenen Fähigkeiten und so weiter. Aber es macht teilweise, wenn ihr dann eher beim Puzzeln und beim Rätseln seid und Räume eigentlich längst weggelöst hat, ihr habt immer diese Action-Komponente drin, ne, und ballert dann teilweise die gleichen Gegner noch und nöcher da, wenn ihr mal nicht direkt versteht, was der nächste Rätselpunkt ist oder ein klein bisschen auf dem Schlauch steht. Also solltet ihr da ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Und ich kann da auch wirklich, also wenn ihr jetzt das Spiel seht und sagt, hey, das ist was für mich, das ist am ehesten die Empfehlung, die ich da abgeben kann, weil vielmehr, was das reine Spiel eben angeht, ist es, es ist auf jeden Fall sehr interessant inszeniert, vor allem was das Storytelling und das Voice Acting angeht. Da gibt es ein paar echt harte Szenen mit drin. So eine russische Roulette-Szene, die ich euch jetzt nicht im Konkreten dann nochmal zeigen möchte, aber die häufig für, oft zitiert wird, eine der krassesten Szenen, die man in dem Videospiel gesehen hat. Das Game ist, glaube ich, in Thailand auch auf irgendwelchen Verwarnungslisten der Gesundheitsbehörde gelandet. Wurde damals auch in der ganzen Gewaltspiele-Diskussion in Amerika vor allem benutzt, wobei es natürlich viel Gewalt gezeigt wird, aber die sehr stylisch durch den Comic-Stil, durch das Cell-Shading nochmal abgeschwächt wird in der Art der Härte, die sie da ist. Aber es ist eben fast schon mehr, ich habe ja Tarantino erwähnt, Reservoir Dogs und Pulp Fiction, kann man fast eher schon ein bisschen so Kill Bill-isch dann auch dazu sagen. Ne? So in dieser stilisierten Variante, wo Gewalt zwar auch da ist und gezeigt wird, aber doch ein bisschen durch das Überspitzte dann weniger hart wird. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nichtsdestotrotz hat damals eben für Kontroversen gesorgt. Wenn ihr Bock gehabt habt, das Spiel so zu spielen, wie es hier ist, und durchaus damit einmal zurechtkommt, dass ihr nie wirklich richtig genau wisst, worum es geht und manche Sachen euch zusammenklauben müsst, aber ihr seid auf jeden Fall auf einer sehr interessanten Achterbahnfahrt, kann man auch fast schon sagen. Es ist fast wie eine Achterbahn, ne? Nur dass man selbst eben bestimmt, in welche Richtung das Ding fährt, und dann mit einer Schießbude dann eben dazu, aber einer sehr stylischen Schießbude, und da könnt ihr euch für euch selbst entscheiden, ob es dann jetzt so wert ist. Wenn ihr eine Version spielen wollt, ich würde tatsächlich diese PC-Version empfehlen. Ja, 20 €, das mag für so ein altes Spiel sich ein bisschen viel anhören. Ich habe, glaube ich, auch schon gesagt, so 10-15 € wäre wahrscheinlich ein bisschen adäquater gewesen. Das wird eventuell dann auch gesenkt, aber ich
Spielberg dann auch, ich möchte natürlich auch gerne solche Ports und Umsetzungen unterstützen, vor allem, weil die ziemlich solide hier dann vonstatten gegangen sind. Ich habe ja hier einen 21:9 Monitor, den ich zum Spielen und Arbeiten hier benutze und freue mich, wenn dann Spiele entsprechend einen 21:9 Modus haben. Den hat Killer7 in jetzt der aktuellen Version, kann natürlich sein, dass nochmal Patches oder Updates kommen, zwar nicht. Und es gibt auch nicht wirklich irgendwie ganz große Grafikoptionen. Ihr könnt euch da zwar dafür entscheiden, dass ihr das ursprüngliche 4:3 Format des GameCubes irgendwie wieder aktiviert oder nicht, aber ansonsten läuft es in klassische 16:9, läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. In den Game-Menüs könnt ihr nicht die Auflösung einstellen des Spiels, was ein bisschen schade ist, dass man das nicht nochmal separat oder exklusiv machen kann. Soweit ich gesehen habe, richtet sich das Spiel nach der Auflösung des eigenen Monitors, die man eingestellt hat. Und was mir auch ganz gut gefiel, ich habe einen 144-Hertz-Monitor und die Bildwiederholungsrate, sie schien auf jeden Fall erhalten zu bleiben dadurch. Ne? Was kann man gut sehen, dadurch, dass bei mir der Cursor recht flüssig dann läuft, dann kann ich auch immer nochmal zusätzlich erkennen, ob da jetzt 144 Hertz sind oder nicht, was natürlich angenehm ist fürs Auge, wenn man über so einen Monitor verfügt. Aber dadurch eben, dass solche speziellen Optionen nochmal im Menü fehlen, was jetzt so die Grafikeinstellungen angeht, dann muss man sich darauf einrichten, dass man eben alles vorher schon mal im PC macht. Ansonsten aber habe ich während des Zockens jetzt nicht irgendwelche Tearing-Geschichten mitbekommen oder Ruckeleien oder alles. Es sollte eigentlich auch nicht ruckeln, weil das Spiel nicht so technisch anspruchsvoll ist im Vergleich durch den Cell-Shading-Stil und eben alter GameCube-Titel, den heutzutage in 16:9 auf einem modernen PC spielen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die anderen Sachen sind ganz gut repliziert worden. Das Voice-Acting und allgemein die Inszenierung von den Cutscenes, das wirkt auch hier auf dem PC alles sehr gut und funktioniert auch heutzutage dann vernünftig. Also von technischer Seite kann ich eigentlich nicht so viel mich beschweren. Wo der Knackpunkt ist, der daraus die aber eindeutig beste Version macht, ist, dass man Steuerungsoptionen hat. Denn neben der Controller-Steuerung, ihr könnt einen ganz normalen, ja, ich habe hier einen Xbox-Controller benutzt, den ich meistens für PC-Sachen dann verwende und das ist dann auch automatisch mit drin und wird auch entsprechend dann von der Knopfbelegung so angezeigt, die ihr aber auch menütechnisch dann drumherum machen könnt. Die könnt ihr weiterhin verwenden und funktioniert wie gehabt, wie man es kennt, aber ihr könnt auch Maussteuerung benutzen und das ist bei so einem Lightgun-Shooter-artigen Game, wo es darum geht, präzise auf Schwachpunkte der Gegner zu schießen, um entsprechend Kugeln zu sparen und dadurch ein effektiveres Gameplay zu haben. Egal wie gut euer Stick ist, so dieses manuell mit dem Stick steuern aus einer Ego-Perspektive auf Gegner, die auf euch zulaufen und dann versuchen, die Feinheiten zu treffen, klar, ne? Kann man üben und das sind auch einige Leute sehr talentiert drüber, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, stattdessen eine Maus in die Hand zu nehmen und da diese Sachen direkt anzuvisieren und anzuklicken, der Präzisionsgrad ist umso größer und das ist tatsächlich nochmal ein Gamechanger, kann man sagen, ne? Weil das noch einfach euch mehr Sicherheit dann gibt und für mich auch den Spielspaß um einiges erhöht hat, weil ich ziele bei sowas tatsächlich lieber mit der Maus, als dass ich den Controller nehmen würde. Ihr könnt auch beides verwenden, übrigens. Ja, wenn ihr an die Maus greift, dann schaltet das Spiel auf Maus und Tastatur, mit denen ihr herumlaufen könnt. Wenn ihr zum Controller greift, ohne dass ihr es vorher im Menü umstellen müsst, dann könnt ihr mit dem Controller spielen und so mal sagen, ich zock's mal so und so. Aber die Optionen sind vorhanden. Also ihr werdet ganz normal am Fernseher spielen können, als auch am PC mit Maus und Tastatur. Und das ist tatsächlich so fast schon das Killer-Argument, kann man sagen, das Killer-7-Argument, diese Variante zu spielen, weil die Maussteuerung um einiges der Controller-Steuerung bei so einer Art von Spiel auf jeden Fall überlegen ist. Es gibt aber auch ein paar Eigenheiten, die man nochmal konkret ansprechen muss. Wenn ihr die Controller-Steuerung, weil ich, wenn ich auf dem Controller spiele invertiert, von wegen der Kamera aus her, die könnt ihr nur vor dem Start des Spieles im Hauptmenü dann einstellen. Dann invertiert sich aber auch der Mauszeiger, den ihr mit der Maus dann spielt. Das heißt, invertierte Maus spiele ich nicht. Das ergibt ja auf der Maus nicht wirklich so richtig Sinn, wenn man das dann damit zockt. Nur man müsste wieder aus dem Spiel rausgehen und man muss sich entweder entscheiden. Ne? Hast du einen invertierten rechten Stick für dann entsprechend die Bewegung der linke Stick ist es besser gesagt, weil es ja der GameCube-Stick der eine gewesen ist, auf dem Gamepad, je nachdem welches man dann nimmt. Nimmst du da eine invertierte Variante und dann auch in Kauf, dass die Maus auch invertiert ist oder bleibst du dann gerade mit dem Stick und sagst, ey, ich spiele sowieso nur mit der Maus. Also das ist vielleicht noch ein sehr spezielles Problem, was auf mich zugekommen ist, aber das würde vielleicht auch einige von euch interessieren. Und die andere Sache ist es, und da hoffe ich, dass er noch mal ein
Patch kommt, weil das so enorm für mich dann verwirrend gewesen ist. Selbst wenn ihr die Maus benutzt, die eingeblendeten Button-Eingaben, ne? Drücke Taste X für das hier, drücke Taste A für diese Aktion und so weiter. Ihr müsst natürlich die Tutorials durchgehen am Anfang, damit ihr überhaupt wisst, wie dieses Spiel funktioniert, wie es abläuft. Und die werden leider nicht auf die Mauskontrollen umgesetzt. Ihr könnt das, wie gesagt, vorher alles in einem Dropdown-Menü händisch einstellen, jede einzelne Option. Und die sind auch sinnig auf Maus und Tastatur gelegt. Welche Taste benutzt man zum Anvisieren? Was ist für die Ego-Perspektive zum Ballern? Mit welcher kann ich meine Blutfiolen aufpowern, um dann stärkere Schüsse abzugeben? Das ist alles sinnig auf WASD plus Maus und die Mausknöpfe und Mausrad und so weiter dann draufgelegt. Aber eben, es wird einem nicht beigebracht direkt, weil da stattdessen, da steht nicht, drücke die linke Maustaste zum Schießen, sondern drücke A. Ne? Und wenn ihr dann nicht genau, weil es ist alles nicht sofort ersichtlich, welche Taste genau was macht, obwohl die üblichen dann verwendet werden. Ich musste mir so ein bisschen was zusammenreimen und durchtesten und durchprobieren, weil so einfach Alt-Tab und dann nochmal das Extra-Menü aufmachen, wo die eigentliche Steuerung drin steht. Ich habe letzten Endes mir ein Bild mit dem Handy gemacht von dem Kontrollschema von der Maus, um mir dann anzugucken, ohne dass ich aus dem Spiel rausgehen muss, welche Taste jetzt hier konkret gemacht habt. Ist eben nochmal ein sperrigeres Ding, wo man zum Anfang zusätzlich mal mit reinkommen muss. Und ich erwische mich heutzutage auch noch, also heutzutage nach etlichen Stunden, jetzt nachher noch, dass ich zum Beispiel rein instinktiv, ne, wenn es darum geht, von der Third-Person-Perspektive vom Herumlaufen auf die Ego-Perspektive umzuschalten zum Ballern. Ich drücke instinktiv auf die rechte Maustaste, ne? Weil rechte Maustaste in anderen solchen Spielen, hol das Visier raus, ne? Zoom ein bisschen ran, hol eine nähere Ansicht zum Ballern heraus. Aber hier macht die rechte Maustaste in der Standardeinstellung, dass sich der Charakter umdreht. Und schon habe ich dadurch einen Zeitnachteil, weil jetzt habe ich mich einmal umgedreht und die Gegner sind währenddessen in Echtzeit auf mich zugelaufen. Eigentlich muss ich aus dem Raum wieder rausgehen und zurück und da alles nochmal von vorne versuchen, weil ich sonst zu wenig Zeit hätte, um die Gegner wegzuballern. Das standardmäßige, das, was ich mit der rechten Maustaste erreichen will, dass ich in die Ego-Perspektive zum Ballern gehe, ist auf der Leertaste hier mit drauf. Und ja, es passiert mir immer noch, ne? Nach einigen Stunden selbst. Okay, jetzt anvisieren, jetzt habe ich mich wieder umgedreht. Mensch, ich Vollidiot. Also das kommt auf jeden Fall als Faktor nochmal dazu. So gut die Maussteuerung hier ist und wesentlich sinnvoller ist, um das Spiel zu spielen und bestimmt auch euch zuträglich ist, in der Spielbarkeit, solltet ihr euch genug Zeit nehmen und wirklich euch das mal reinzuhämmern, wie es funktioniert. Und dass das parallel stattfinden muss zur Honeymoon-Phase mit dem Spiel, wo man sich sozusagen erstmal, man ist begeistert, ne, dass es so doch eigenständig und so ist, aber man ist auch megamäßig verwirrt, eben wie das Konzept funktioniert, wo die Story drauf hin will, wie die Rätsel funktionieren, was mit der Steuerung nochmal ist. Es kann sehr frustrierend eben mal zu Beginn sein, wenn ihr es gewöhnt sein, frei in solchen Gegenden herumzulaufen, stattdessen dieses Schienending hat. Was eigentlich sein sollte, was die Entwickler damals gesagt haben, Suda51, der das Skript übrigens zusammen mit Shinji Mikami geschrieben hat, also dem Resident Evil Erfinder, der mittlerweile ja Evil Within und andere Sachen gemacht hat, die haben gemeinsam so das Spiel konzipiert, was so das Storytelling und alles angeht. Die wollten eigentlich das Gameplay sehr simpel dann machen. Ne? Da standen zuerst eben Storytelling und Charaktere und alles drumherum und das Gameplay war so das Letzte, was man so auf den letzten Drücken nochmal bei dem Spiel zusammengepackt hat. Und das merkt man in der Hinsicht, weil es eben sehr simpel ist, was man da macht. Ne? Vergleichsweise simpel. Es ist, das Drumherum ist verworren, aber es eigentlich ist es, ihr hört was, da wird gelacht, also Ego-Perspektive und auf die Weak Points ballern. Ne? Und das mitnehmen. Das eigentliche Gameplay ist simpel, aber dadurch, dass eben dieses Schienenmodell, was einem nicht die Freiheit gibt, selber normal herumzulaufen, ich finde es verwirrender, fast schon. Ne? Mit einer Taste zum Umdrehen, dass ich mehr das Gefühl habe, ich steuere Autos statt Charaktere, die da herumlaufen, das verwirrt mich dann eben fast schon eher als dieses klassisch Gelernte und so weiter, was eigentlich eben das Gegenteil sein sollte, das für einfacheren Zugang sorgt. Und da müsst ihr drüber hinwegkommen. Eben, ich würde fast empfehlen, muss mal gucken, gibt es eine Demo oder gibt es keine Demo? Schwierig bei solchen Titeln, ne? Also bevor ihr 20 Euro ausgibt, vielleicht nehmt es mal so, bei Steam kann man ja, wenn ihr könnt ja bis zu 2 Stunden spielen und euch dann entscheiden, ob ihr einen Refund macht und sagt, okay, das Spiel ist nicht für mich und ich lasse das Geld dann wieder zurücküberweisen. Das ist tatsächlich mal, wo man diese Funktion tatsächlich ausnutzen kann, ne? Weil ihr müsst erstmal
die erste Stunde tatsächlich damit verbringen, zu akklimatisieren, zu schauen, ist das Spiel für mich, bringt mir das was, komme ich mit der Steuerung zurecht, und dann schauen, wenn dann tatsächlich das Spiel euch so gefangen hat, dass ihr sagt, hey, ich möchte gucken, was dran ist und was diese abgedrehten späteren Cutscenes sind, wo geht die Geschichte hin, was wird hier sich nochmal ausgedacht, fängt mich das richtig, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich eure 20 Euro wert, wenn ihr die dann so ausgeben wollt. Und wenn es euch aber nicht packt und ihr sagt, oh, ich scheitere an dem wirklich sehr verquerten Feeling von dem Game und wie die Steuerung zusammenkommt, dass da mir die Mauskontrollen nicht direkt angezeigt werden in den Tutorials, dann könnt ihr euch natürlich immer noch entscheiden, einen Refund zu machen. Wenn euer Interesse geweckt wurde, dann testet es zumindest aus. Das wäre meine Empfehlung von der Sache aus. Wenn ich es tatsächlich noch dieses Jahr dann durchspielen sollte und die Motivation ist gelegt, aber auch 8 Milliarden andere Spiele, die dann da sind, könnte ich mir tatsächlich überlegen, dass ich das eventuell auch dann, wenn es mich dann so packt und so viel Spaß bis zum Ende dann macht, auf die Top-Jahresliste am Ende mit drauf tue, auch wenn es ein altes Spiel ist, aber es wurde jetzt dann nochmal re-released. Wie es aber auch zu der damaligen Zeit war, ne? Es braucht eine spezielle Art von Klientel, die das Spiel dann auch richtig, richtig geil findet, und du kannst auch nichts gegen die Leute sagen, die das Spiel absolut scheiße finden, weil es eben so ein sehr polarisierendes Game ist. Das war's. Ich hoffe, ihr habt alle Informationen hier rausgenommen, die ihr braucht, um euch zu entscheiden, ob Killer7 auf einem PC was für euch ist oder nicht. Mehr Videos wie das hier und andere gibt es natürlich auf gregs-rpgheaven.de. Nicht zu vergessen, Podcast-Form, das hier und andere Sachen auf plauschangriff.de oder in den ganzen Podcast-Feeds und XMLs und auf Soundcloud und so weiter noch und nöcher. Und natürlich, falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com/rpgheaven unterstützen würdet. Ich war der Gregor. Ich sage Tschüss.